Ich habe ein bisschen Schiss, dass es völlig schief läuft, diese Filetbombe. Ich mache mir, glaube ich, mal einen Wein auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlossrezepte. Das ist die Steffi. Und das ist der Benji. Und wir sind bei der Steffi im Schloss tatsächlich und wir probieren Rezepte aus ihrer Schlossküche sozusagen. Also Rezepte, die die Haushälterinnen, Köche, deine Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und wie weit es auch nach hinten geht, zusammengetragen haben, oder? Zusammengetragen haben und was wir früher dann sozusagen auch, was ich als Kind hier gegessen habe, was mir gekocht wurde. Das heißt, es sind mal ein paar besondere Sachen und heute haben wir uns wirklich, also hast du dir einen ziemlichen Knaller ausgesucht. Erzähl mal, was machen wir heute? Wir machen heute, darf man das überhaupt noch sagen, Filetbombe. Filetbombe. Also ich erinnere mich früher, als es bei uns was ganz was Besonderes gab, dann gab es Filetbombe und dieses Rezept, was eigentlich jetzt auf nicht sehr schönem Kochbuch ist leider, das ist nur so ein kopierter Zettel, weil ich das Original nicht mehr habe, hat meine Mutter mit der Schreibmaschine abgetippt und das steht dahinter sehr, sehr fein. Das ist richtig krass jetzt. Also das ist eine Herausforderung. Ich sag's dir, Steffi, und du hast es auch nie gesehen, wie es zubereitet, hast es immer nur gegessen. Ja, das ist schon 100 Jahre her. Aber du weißt, wie es ungefähr schmecken sollte. War sehr gut, war meine Lieblingsspeise. Also hier haben wir ein schönes Filet. Sardellen, saure Gurken. Nichts für Vegetarier. Nee. Champignons, Speck, bisschen Gürkchen. Gürkchen! Sardellen, Kapern, oh, das wird aber eine wilde Mischung. Wo machen wir das eigentlich drauf, das Ding? Ja, das, was wir dann in den Ofen stellen. Oder das brauchen wir jetzt. Wie so eine Art Auflaufform. Rund. Was ich mich einfach frage, ist, wie man das später isst, aber das werden wir dann sehen. Das einfach von oben runternehmen dann. Diese Pancakes. Gestapelte. Gib das mal rüber. Einen Sockel abschneiden. Jetzt machen wir mal so und dann schneide ich eben diesen etwas breiteren Sockel, den du dann schon breiter klopfst. So. Klopf mal. Genau. Sehr gut. So. Ja. Und jetzt legen wir die einfach da mal hin und bevor wir das danach, wenn wir dann das alles klein geschnitten haben, dann müssen wir es ja aufeinander stapeln. Und jetzt gebe ich dir einfach immer die Scheiben zum Klopfen. Zu stark darf man nicht klopfen, glaube ich. Nee, also nicht, dass es löchrig wird, aber dass es halt in der Größe ist ungefähr. Machst du super, Benji. Wie lang sind so Vorbereitungen gewesen bei euch, wenn ihr gegessen, große Essen hattet? Wann hat man da angefangen zu decken und zu tun und machen? Also meine Mutter hat da immer ein wahnsinniges Theater gemacht. 14 Gäste, um Gottes Willen. Da wurde eine Woche vorher war das schon. Ach ja. Ja, wahnsinniges Thema. Siehst du, und so tut man das dann eben voll übereinander. Sieht doch schon gut aus, oder? Ja. Das restliche Fleisch kann man dann auch noch sehr gut für ein geschnetzeltes oder sowas verwenden. So. Du musst was durchgucken. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich mache jetzt mal den Ofen an. Oh ja, das wäre vielleicht ganz gut. Das ist auch sowas für Aggressionen loswerden. Einfach mal dieses Fleisch drauf hämmern. Ich mache hier mal mit den Champignons weiter, oder? Oh. Wie sollen die denn aussehen, die Champignons? Fein gehackte und gedünstete Petersilie und Champignons. Gedünstet? Wie macht man das? Ich glaube in der Pfanne dann, aber das kann ich ja schnell nebenher machen. Weil ist Dünsten nicht eher was mit Dampf und nicht mit Fett? Was? Schau mal, was ist Dünsten? Das ist nicht braten. Du sollst die Petersilie nicht anbraten. Wie macht man das? Ja, das ist die Frage. Also wir brauchen jetzt ein Wasserbad, also einen Topf mit Wasser heiß machen, ein Sieb. Unser Sieb, haben wir noch eins. Genau, ein Sieb und da schmeißt du jetzt die Petersilie rein. Aua, ha. Dann? Ich habe ein bisschen Schiss, dass das völlig schief läuft, diese Filetbombe.
Nein. Wieso denn? Quatsch. Ich mache mir, glaube ich, mal einen Wein auf. Was? Der muss ja atmen, ne? Der Wein. Ja, der muss atmen. Warum sollte es tief laufen? Ich dachte, den machen wir ganz fein. Ich wüsste nicht, warum das schief laufen soll. Ich bin gespannt. Ich kann es mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Null. Wird alles. Bist du jetzt aus Verzweiflung? Trinkst du jetzt aus Verzweiflung Rotwein? Ja, ich habe so Angst. Ich muss jetzt Mut antrinken. Nein, wir brauchen den Rotwein ja für die Soße. Eben. Soll ich mal der Petersilie Hallo sagen? Ja, die ist hier. Achso. Da schneide ich jetzt einfach mit der Gabel. Ja. Mit der Gabel auch. Mit dem hier, wie heißt das, Schere? Schneide ich jetzt einfach so zu Sträußchen ab. Raus. Weil hier jetzt mal so stehen in einem Raum. Weißt du, wie viele Räume dein Haus hat? Das war eine Frage jetzt. Gerade eingefallen. Nein. Aber es werden hier auch nicht alle genutzt, oder? Die Räume. Ich schlafe jede Nacht woanders. Ist ja klar. Jede Nacht woanders. Das ist ein Riesenvorteil. Ja, man kann sich aus dem Weg gehen, wenn man sauer ist. Ne? Man kann sich aus dem Weg gehen, wenn man sauer ist. Und man kann, ja, man hört auch den anderen nicht schnarchen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Auch gut. Nein, also generell ist es ja so, dass in einem Schlafzimmer und eine Küche sich hauptsächlich aufhält. Ja. Und dann sind ja auch einige Räume, die einfach vermietet werden, wenn es wieder geht. Kannst du mal kurz da reingucken? Die muss man schon klein hacken noch. Danach, habe ich gedacht. Nee, vorher. Wieso danach? Entschieden. Gib mal her, bitte. Ach so, oder so. Du bist ja eh gerade im Wahn, ne? Ich bin gerade im Wahn. Kleinerungswahn. Ja. Ich habe nur Angst, dass wir oder ich, also mein Können nicht ausreicht für diese Filetbombe. Ja, ich kann ja auch nichts. Das ist gut zu wissen. Und jetzt ist auch super, jetzt sind wir direkt im Plan, weil jetzt fängt das Ding da hinten an zu dampfen und dann kann ich dämpfen. Ja, da kannst du dämpfen. Ist das so das Professionelle, wie man dämpft? Ich hoffe es. Dünstet. Nee. Doch, das muss man alles dünsten. Ja, du kannst doch nicht die Sardellen dünsten. Warum denn nicht? Quatsch! Sollen wir das jetzt alles? Wird jetzt gedünstet. So. In den Dunst damit. So, nunmehr aufeinander schieben. Dabei zwischen jede Scheibe ein bisschen Salz. Jetzt haben wir hier erstmal den Sockel. Und dann nehmen wir jetzt Salz und Pfeffer. Ganz wenig Pfeffer, hat sie geschrieben. Ganz wenig. Okay. Das war ganz schön viel Salz. Oh, Steffi, Quatsch. Du weißt, mit dem Salz ich hast du es nicht so. Ich weiß. Steffi, versalzt. So, da eine Scheibe Speck. Wie weit bist du da hinten? Ich weiß es nicht. Ich sehe auch fast nichts. Muss das sich irgendwie ändern? Also muss... Nee. Was, soll ich mal probieren? Ja, da wirst nicht viel schmecken. Ich glaube, das braucht noch. Ja? Ja, aber es kommt ja eh in den Ofen. Wie schmeckt eigentlich so eine Sardelle? Ich weiß gar nicht mehr, wie das schmeckt. Ich habe das ewig nicht gegessen. Sardelle ist auch so eine 90er-Geschichte, oder? Ja. Ist mir halt eine Sardelle, also auf der Pizza. Pizza, eben. Mmh, aber gut. Ist gut, oder? Mhm. Warte mal. Ich finde es ja eh so lustig, dass es echt so Sachen gibt, die man heutzutage gar nicht mehr isst. Ja. So wie Sauerampfer. Früher gab es immer Sauerampfersalat. Ja, stimmt. Gibt es nicht mehr. Ich finde es aber gut, dass Bärlauch so in ist. Ja. Ich liebe ja Bärlauch. Das war früher, gab's bei, zu meiner Zeit gab es keinen Bärlauch. Nee? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Aber das ist doch schon bayerisch. Früher hat man auch keinen Kürbis gegessen. Also Kürbissuppe oder sowas gab es eigentlich kaum. Weil Kürbis galt immer noch vom Krieg so ein bisschen als arme Leute essen. Ach. Mhm. Ja, und jetzt machen wir, warte, jetzt machen wir eine Lage Fleisch. Oh, das war heiß. Ach so, habe ich dich oh, ich tropfe. Tropft. Warte mal. Ingredienzien. Cheers, baby. Ingredienzien. Den kann man ja nehmen. Ja. Zum Kochen. Den kann man und gut zum Trinken. Ja, den kann man zum Trinken gut. What du, now? Das. Bitte, tust immer so eine Schaufel. So eine Schaufel da drauf, ja. Bisschen mehr, oder? Okay. Reicht es? Nee, noch ein bisschen mehr, bitte. Wir wollen ja nichts übrig lassen.
Ja, eine Scheibe. Und jetzt? Salz, Pfeffer. Salz. Leicht salzen, Steffi. Leicht. Nein, leicht Pfeffer. Nee, und leicht salzen. Ach so. Das schmeckt ja noch nicht. So, du wieder. Salzalarm, echt. Schaut mal, wie schön das aussieht. Deckel drauf. Ciao. Okay. Noch mal einen Schluck. Cheers. Super hinbekommen. Cheers. Und ab in den Ofen. Ta, 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 ta. Das sieht echt cool aus. Ja, oder? Toll. Ta, 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 ta. Die Filetbombe ist fertig. Wow. Das ist Amelie, das ist die Tochter von der Steffi. Und Amelie hat sogar, die kann uns sehr gut sagen, ob es schmeckt oder nicht, weil du hast im Bayerischen Hof gelernt. Richtig. In einem Luxushotel in München. Die weiß, wo es lang geht. Die Steffi. Ich hab's gelernt. Genau. So, jetzt, Steffi, wie isst man das jetzt? Wir nehmen es von oben einfach runter. Also das ist das, was, weil so kann man nicht schneiden. Ja, also nehmen wir von oben runter. Ich nehme jetzt mal den Deckel, der so ein bisschen eher braun ist, runter. Und dann würde ich sagen, Ami, gib mir mal deinen Teller. Okay. So, und warte, ein bisschen Soße noch dazu. Und jetzt muss man warten, bis die Herrin anfängt zu essen, dann dürfen die anderen essen. Also das ist unsere Regel. Auf geht's. Mmh, das ist richtig gut. Mhm. Wow. Gut. Richtig gut. Steffi, es schmeckt wie früher? Ja, also ich erinnere mich jetzt total an den Geschmack. Ich finde schon. Also man muss aufpassen, dass es nicht zu durch wird. Also ich finde, es ist jetzt an der Grenze zu durch. Es könnte vielleicht ein bisschen heller sein. Aber ansonsten, ich finde, es schmeckt super, oder? Mhm. Das mal Filet in einer ganz anderen Form. Also ich finde, das ist ein voller Erfolg. Also diese Filetbombe, Leute, mhm. Das ist eine richtige, das ist wirklich gut. Eine Bombe. Das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe, aber eine richtig gute Bombe. Bombe aus dem Schloss. Hervorragend. Auf auch die Filetbombe und danke fürs Kochen. Ich fühle mich sehr wohl. Das freut uns aber.